Ja, so herzlich willkommen, ihr Lieben, im Yoga Flow Studio zu unserer Yang Meets Yun Stunde. Ich freue mich sehr, dass du da bist und freue mich sehr auf eine Stunde, die wunderbar geeignet ist, so für den Tagesabschluss. Du könntest sie wieso auch als Routine am Abend nutzen, vielleicht auch Teile davon. Denn unser Tag ist ja oft richtig voll mit allem, was da so ansteht. Wir sammeln tagsüber ganz viele Eindrücke. Manchmal lastet auch etwas auf unseren Schultern von dem, was wir erlebt haben, oder emotional sind wir aufgewühlt. Und all das darf in dieser Praxis gehen. Du darfst Anspannungen lösen. Und auch der erste Teil unserer Yang-Praxis ist trotzdem relativ ruhig heute gestaltet, aber geht so in die Flows über und du wirst alles einmal schön durchbewegen, vor allem auch den Schulter-Nacken-Bereich, der sich ja häufig so in unserem Alltag etwas anspannt durch alles, was wir da so erleben und mitnehmen. Super wäre ein Band. Du brauchst gar nicht so einen klassischen Yoga-Belt. Schön, wenn du ihn hast. Wunderbar, leg ihn dir bereit. Ansonsten würde auch ein Bademantelgürtel gehen. Es würde auch ein Tuch gehen. Wir brauchen so ein Band einfach heute in zwei Übungen und da können sie dich sehr unterstützen. Es geht natürlich auch immer ohne diese Hilfsmittelblöcke. Gerade auch in der Yin-Praxis sind sehr hilfreich, oder vielleicht hast du sogar ein Yoga-Bolster, liegt dir mal alles bereit. Und eine Decke tut es häufig auch, die wäre auch fein, wenn du sie hast. Und wir starten heute in der Kindhaltung. Und wenn du magst, kannst du dir einfach für die Kindhaltung auch die Decke unter die Knie legen zum Ankommen. Das kann oft für die Knie sehr angenehm sein. Schau mal, ob du dir das vorbereiten magst. Ein Band in der Nähe, das brauchen wir auch ganz bald. Oder wie gesagt, einen Bademantelgürtel oder vielleicht auch einfach ein Tuch. Und dann finde in deine Kindhaltung die Knie gerne etwas weiter geöffnet. Die großen Zehen legst du aneinander und lässt die Hände so ein bisschen nach vorne wandern, sodass es eine angenehme Länge entsteht im Rücken. Balasana ist eine wunderbare Position, um nach innen zu lauschen, nach innen zu tauchen. Mach es dir so super angenehm, dass du ganz entspannt hineinsinken kannst. Du könntest dir sogar ein Kissen oder ein Block unter die Stirn legen. Auch das kann sehr angenehm sein. Dann findet vielleicht sogar der Nacken noch ein bisschen mehr Länge. Und mit so einer Unterlage unter der Stirn kannst du vielleicht sogar noch besser spüren, wie der Herzraum nach unten Richtung Erde entspannen darf. Und dann lass dich ankommen. Nimm wahr, ist vielleicht der Geist noch sehr bewegt. Und alles darf sein jetzt. Wie nimmst du deinen Körper gerade wahr? Gibt es vielleicht auch Zonenbereiche im Körper, die sich mehr melden, mehr gesehen, gehört werden möchten? Und schenk diesen Bereichen deine besonders freundliche, liebevolle Aufmerksamkeit. Lass mit dem Ausatmen dein Becken etwas schwerer sinken. Die Sitzbeinhöcker noch ein bisschen nach hinten entspannen Richtung Fersen. Mit deinem nächsten Ausatmen lass auch nochmal den Herzraum weicher werden. Spür, wie deine Gesichtsmuskeln entspannen, deine ganze Gesichtshaut weich entspannt. Nimm ganz bewusst den Atem wahr. Wie kann der Atem gerade strömen? Welche Körperräume erreicht dein Atem jetzt? Und
Lass den Atem etwas großzügiger werden. Spür, wie mit deinem Einatmen der Atem auch die Rückseite des Körpers erreicht, der Herzraum sich nach oben weiten darf und wie du ausatmend, während die Bauchdecke etwas mehr nach innen zieht, du weicher wirst nochmal. Dann lass dich mit deinem nächsten Einatmen nach vorne kommen in den Vierfüßlerstand. Die Knie Hüftgelenk schmal, wenn du eine Decke genutzt hast, dann leg sie dir gerne zur Seite. Schultern über den Handgelenken, die Hände gut aufgefächert. Schieb dich ausatmend gleich wieder zurück in die Kindhaltung. Die Zehen sind aufgestellt. Einatmen, Vierfüßler. Bis die Schultern über den Handgelenken sind und der Herzraum sich nach vorne weitet. Ausatmen, sanft zurückschieben in die Kindhaltung. Und finde so ganz deinen Atemrhythmus. Ausgeatmet, wenn das Becken zurückschiebt, nimm einen Moment die Atemleere wahr. Diesen Moment der Pause. Entspann dich dann hinein. Und nach jeder Einatmung einen Moment der Atemfülle spüren. Diese Fülle an frischer Energie. Und wenn du das nächste Mal im Vierfüßlerstand bist, dann bleib hier, Schultern über den Handgelenken, finde dein Alignment für Katze Kuh, ausatmen, den Rücken rund werden lassen, Bauchnabel saugt nach innen, die Taille etwas mehr nach oben und einatmen, wieder vom Becken beginnen, Wirbel für Wirbel in die Länge der Vorderseite, Herzraum wird weit. Ausatmen, vom Becken beginnend den Rücken rund, ganz zum Schluss Kinn Richtung Brustbein. Bauchnabel saugt sich ein bisschen mehr nach innen und einatmend Länge in der Vorderseite des Körpers. Und du kannst die Handgelenke sanft mehr Richtung Knie ziehen. Wenn du das nächste Mal im runden Rücken bist, dann finde einatmen in die neutrale Stellung, Vierfüßlerstand und schieb dich ausatmen zurück in deinen nach unten schauenden Hund. Einatmen in Richtung Brett und ausatmen gleich wieder die Knie beugen und zurück in den nach unten schauenden Hund. Das wird so eine ganz schöne Wellenbewegung. Über einen runden Rücken Richtung Brett und mit der Ausatmung die Knie fast bis zum Boden und zurückschieben in deinen nach unten schauenden Hund. Eine richtige Welle, die durch die Wirbelsäule, durch den Körper fließt. Und lass dich dabei vom Atem begleiten, vom Atem die Bewegung initiieren. Und wenn du einatmen das nächste Mal im Brett bist, dann lass die Knie dich absenken und komm bitte in einen Fersensitz. Gerne nimm dir einen Block, du kennst es, du kannst natürlich gerne was unterlegen oder ein Kisselchen oder du legst eine Decke unter die Knie, also alles was du brauchst und hab schon mal dein Band in der Nähe bereit. Mit der nächsten Einatmung den rechten Arm nach hinten führen, zwischen die Schulterblätter, der Ellbogen zeigt noch nach vorne und die linke Hand kommt zum rechten Ellbogen. Und jetzt schiebst du mal den rechten Oberarmknochen mehr ins Schulterblatt, bis so ein angenehmes Eingestöpseltsein entstanden ist und dann führst du mit der linken Hand den rechten Ellbogen nach oben. Spüren wir wieder, dass der rechte Oberarmknochen gut im Schulterblatt integriert bleibt. Also was wir nicht wollen, dass du hier wieder so nach oben ziehst, aber auch nicht irgendwie unangenehm nach hinten schiebst. Es fühlt sich so ganz angenehm integriert an. Den Kopf, den Nacken wieder ausbalancieren in der Mitte. Vielleicht kann die rechte Hand nochmal ein bisschen nach hinten unten krabbeln, zwischen die Schulterblätter. Und atme für zwei, drei ruhige, tiefe Atemzüge.
Der Chor, die Körpermitte ist ein bisschen aktiv, sodass du nicht ins Hohlkreuz fällst. Du ziehst also die Rippenbögen sanft wie so einen Trichter nach unten zu den Beckenpunkten. Und vielleicht auch den Bauchnabel so ein bisschen nach innen oben. Und alles mit dieser ganz freundlichen Aufmerksamkeit, dieser Milde für dich selbst. Es gibt heute jetzt gar nichts mehr so groß zu leisten. Und dann zieh einmal die Arme nach oben mit der Einatmung, verschränk die Finger, Handflächen, schieb nach oben und twiste mit dem Oberkörper zur rechten Seite. Ein, zurück zur Mitte, twiste aus, atme nach links. Ein, zurück zur Mitte und löse die Arme über die Seite nach unten. Für die zweite Seite lass den linken Arm aufsteigen, bring die linke Hand zwischen die Schulterblätter, der rechte Ellbogen zeigt noch nach vorne und du schiebst gleich mal Oberarmknochen etwas mehr ins Schulterblatt, greifst mit der rechten Hand den Ellbogen, bleibst so schön eingestöpselt und führst mit der rechten Hand den linken Ellbogen nach oben. Wieder den Kopf mittig ausbalancieren. Und du kennst es ja, es ist kein Erstarren in diesen Asanas. Sondern oft spüren wir, dass wir so im Lauf des Asanas der Körper mehr nachgibt, etwas mehr Raum entsteht, du noch tiefer hineinkommst. Und auch hier ist der Chor, die Körpermitte etwas aktiv. Die Rippenbögen ziehen etwas nach unten zu den Beckenpunkten, wie so ein sanfter Trichter. Vielleicht hilft dir auch noch, den Bauchnabel sanft nach innen oben zu ziehen. Gesichtsmuskeln weich, entspannt. Und dann lösen mit der Einatmung und mit der Ausatmung die Arme über die Seite nach unten. Zieh mal die Schultern weit, weit, weit nach oben und durch den geöffneten Mund fallen lassen. Zweimal mehr tief ein, richtig übertreiben, weit, weit, weit nach oben zu den Ohren fallen lassen. Und noch einmal mehr. Nimm dir dein Band oder was auch immer du zur Verfügung hast und leg's über die rechte Schulter. Den rechten Arm nach oben aufsteigen lassen und nach hinten greift dir dein Band. Wir kommen nicht in Gomukhasana, sondern es ist heute eine andere Übung. Die linke Hand greift auch zum Band, aber nicht da oben. Wir wollen also nicht die Hände weit zueinander führen, sondern ganz im Gegenteil, die Hände kommen relativ weit auseinander. Also die rechte Hand kann gerne noch ein bisschen nach unten krabbeln, aber die linke ist eher dort, wo du so im unteren Rückenbereich bist. Denn du streckst jetzt dann den linken Arm und ziehst die linke Hand weg vom Körper und etwas nach unten. Vielleicht kann der rechte Ellbogen noch ein bisschen nach oben aufsteigen und der gestreckte linke Arm zieht nach hinten und unten. Lass dich genau dahin atmen, wo der Körper sich jetzt bemerkbar macht, vielleicht bis zum Schulter-Nackenbereich, irgendwo so eine Dichte, sind so dichte Stellen zu spüren, Verspannungen. Atme nochmal tief ein. Zieh vielleicht nochmal den linken Arm gestreckt, etwas nach hinten, unten. Und mit der Ausatmung die erste Seite lösen, Arme nach vorne, in den Moment ablegen und nachspüren. Wir versuchen ganz viel Raum zu schaffen dort, wo es oft ein bisschen eng wird, den Tag über. Und dann nimmst du dir dein Band gleich für die zweite Seite, über die linke Schulter, den linken Arm nach oben, greif nach hinten zu deinem Band, den rechten Arm auch nach hinten führen und wie gesagt, relativ weit unten, eher da im Nierenbereich, ist die Hand platziert im unteren Rücken. Der linke Ellbogen zieht nach oben und den rechten Arm strecken. Ziehst den rechten Arm, das Band, etwas weg nach hinten und unten. Und wieder lass dich dahin atmen, wo sich der Körper jetzt gerade bemerkbar macht.
sei überall da weich und entspannt, wo es möglich ist. Gesichtsmuskeln weich, Kiefer weich. Und mit einem Ausatmen lösen, kurz nachspielen. Von hier in den Vierfüßlerstand. Wir brauchen das Band gleich nochmal in der Bauchlage. So, hab's gleich wieder bereit. Du könntest es dir auch einfach, je nachdem, was du hast, mal so doppelt nehmen. Wir brauchen es dann so als Möglichkeit, um den Armen etwas Stretch zu geben. Und du findest ganz entspannt in deine Bauchlage. Hab die Hände unter den Schultern platziert, Fußrücken in den Boden schieben. Mit der Einatmung zieh den Oberkörper nach vorne in eine leichte Babykobra und ausatme nach unten. Zweimal mehr. Die Länge finden, einatmen, Oberkörper nach oben, Herzraum weit, ausatmen, zurück in die Bauchlage. Ein letztes Mal. Und wenn du jetzt nach unten kommst, schnapp dir dein Band, mach mit den Armen so ein weites V, zieh die Arme gestreckt nach vorne, Fußrücken schieben in den Boden und mit der Einatmung, und vielleicht oder wahrscheinlich kommt der Oberkörper lang nicht so weit nach oben, denk dich vor allem in die Länge und heb den Oberkörper, den Herzraum an. Und jetzt möchtest du das Band auseinanderziehen, auseinanderreißen. Schieb mit den Händen weit nach rechts und links voneinander weg. Der Nacken ist lang, der Halsraum weit. Mit der Einatmung nochmal den Oberkörper anheben und ausatmen, Arme und Stirn zum Boden. Behalte das Band bitte noch zwischen den Händen und kreuz jetzt den rechten Fußknöchel über dem linken. Mit deiner nächsten Einatmung denk dich vor allem in die Länge, heb Oberkörper und Beine an und wieder zieh am Band, als möchtest du das Band mit den Händen auseinanderziehen, auseinanderreißen. Ein, zwei ruhige tiefe Atemzüge und lösen. Zweite Seite, du ahnst es. Die Füße andersherum kreuzen, Schambein, Steißbein zueinander, dass sich der untere Rücken ganz lang, ganz stabil anfühlt und mit dem nächsten Einatmen wieder in die Länge, Oberkörper, Beine anheben, am Band ziehen. Jetzt möchtest du das Band auseinanderreißen. Hol dir nochmal die Kraft in die Körpermitte, dehn dich nach vorne über die Scheitelkrone nach hinten, über die Füße hinaus und lösen. Band ablegen, die Arme gerne einen Moment neben den Körper und den Kopf zur Seite drehen. Ganz entspannt nachspüren. Kopf auch zur anderen Seite drehen. Und für die nächste Übung starten wir in der Sphinx, die Unterarme zum Boden. Und du bringst jetzt den rechten Ellbogen einfach ein ganzes Stück nach außen. Wichtig ist, dass der Ellbogen auf Schulterhöhe ist, also nicht irgendwo da unten, eher vielleicht sogar ein bisschen weiter oben. Das wirst du jetzt gleich spüren, was für dich angenehm ist. Und die linke Hand, die stellst du so unterm Ellbogen auf. Ellbogen links ist gebeugt, ein bisschen weiter auf der Seite die Hand aufstellen, den Kopf wieder zum Boden sinken lassen und auf die rechte Körperseite drehen. Und da spürst du schon, vielleicht brauchst du hier ein bisschen mehr Raum rechts im Schulterbereich. Dann verändere die Position des Unterarms noch ein bisschen, aber nicht zu weit nach unten. Und jetzt hast du mit dem oberen linken Bein verschiedene Möglichkeiten. Für die sanfteste Variante kommt einfach das rechte Knie nach unten zum Boden und du kannst durch diesen sanften Druck mit den linken Fingerkuppen etwas Dehnung noch mehr schaffen im rechten Schulterbereich. Wenn du mehr Dehnung brauchst,
dann versetzt du den linken Fuß nach hinten. Vielleicht schwebt er auch über dem Boden, so wie jetzt bei mir. Oder vielleicht kannst du den Fuß komplett am Boden aufstellen und das Knie noch ein bisschen weiter nach oben Richtung Decke zeigen lassen. Da bleiben einfach für 5, 6 ruhige, tiefe Atemzüge. Und dort, wo sich der Körper bemerkbar macht, da lass den Atem hinfließen. Und versuch dich in den Raum hinter all dem hinein zu entspannen, was sich gerade zeigt. Lösen und einen Moment in die Bauchlage kommen, die Hände vielleicht nach vorne als Kissen für die Stirn, oben neben dem Körper platzieren. Und dann kommt die zweite Seite. Aus der Sphinx bringst du den linken Unterarm ein Stückchen nach außen. Der linke Ellbogen ist ungefähr auf Schulterhöhe. Die rechte Hand stellst du weiter außen neben der Matte auf, sodass Handgelenk unter dem rechten Ellbogen ist. Der ist auch gebeugt. Und dann rollst du dich auf die linke Körperseite. Wie gesagt, dann spürt man schon oft, ob der linke Unterarm sich noch ein bisschen verändern muss. Und dann gibt es die Variante. Entweder bringst du dein rechtes Knie nach vorne. Also das obere Bein einfach nach vorne ablegen. Das ist die sanfteste Variante. Oder du bringst den rechten Fuß nach hinten, hinter das linke Bein. Vielleicht tippt die Zehenspitze zum Boden, vielleicht könnte sich sogar der ganze Fuß abstellen und das Knie vielleicht sogar noch ein bisschen mehr nach oben drehen. Alles, was jetzt dein Schulterbereich möglich macht. Atem strömen lassen. Ausatmen, lösen, in die Bauchlage kommen. Kurz nochmal einen Moment, deine Variante. Es kann auch sein, dass es dir gut tut, einfach die Arme nach vorne zu strecken, die Stirn zum Boden zu bringen und so ganz in diese Länge mal noch hineinzuziehen. Oder die Arme neben dem Körper oder die Hände als Kissen für die Stirn. Dann bringst du die Hände wieder unter die Schultern mit der Einatmung. Den Oberkörper zur Kobra anheben und ausatmen, in deine nach unten schauenden Hund. Im nach unten schauenden Hund, dreh mal bitte alle Zehen zum breiten rechten Mattenrand. Die Fersen sind angehoben, die Knie leicht gebeugt und dann schieb die rechte Beckenseite weit nach hinten oben. Flankendehnung auf der rechten Körperseite. Und mit einem Einatemimpuls schon wieder zurück zur Mitte. Andere Seite, alle Zehen drehst du zum breiten linken Mattenrand, die Knie sanft gebeugt, die Fersen etwas angehoben und das Becken schiebt nach hinten oben und vor allem die linke Beckenseite zieht weit nach hinten oben. Und komm mit den Zehen zurück zur Mitte und wandere Schritt für Schritt nach vorne in die erste Vorbeuge im Stehen. Hände, Wasserfall in die Ellbeugen hineinlegen, Kopf und Nacken ausschaukeln und die Lippen auspusten. Und dann löst die Arme und lass dich Wirbel für Wirbel nach oben kommen zum Stehen. Auch hier nochmal die Finger verschränken, die Handflächen nach oben schieben. Dreh den Oberkörper noch einmal nach rechts, das Becken und Beine super stabil, bleib für ein oder zwei ruhige, tiefe Atemzüge. Schieb mit den Handflächen nach oben. Mit dem nächsten Einatemimpuls zurück zur Mitte, andere Seite, Beine, Becken stabil. Jetzt möchtest du das Becken sogar gegendrehen und der Oberkörper dreht nach links. Auch hier schieb mit den Handflächen nach oben. Einatmen zurück zur Mitte und löst die Arme über die Seite nach unten.
Links wird unser Standbein. Finde aus Tadasana heraus, also Füße Hüftgelenk schmal auf der Fußunterseite. Gut deine Wurzelpunkte spüren, auch nochmal die Zehen nach oben ziehen, dann wird in der Mitte des Fußgewölbe aktiver. All das hilft dann auch für unsere nächste Übung, für eine Balanceübung, wirklich ganz gut geerdet zu sein. Lass mal den Ausatmen zum Beckenraum strömen und weiter nach unten in die Füße. Und der Einatmen lässt dich vom Becken, von der Taille aus mehr Größe, Weite, Leichtigkeit im Oberkörper finden. Ausatmend nochmal Stabilität, lass den Ausatmen zum Beckenraum und weiter nach unten über die Beine zu den Füßen sinken. Und dann hol dir bitte dein rechtes Knie ran und greif mit den Händen unter den rechten Oberschenkel und schieb den rechten Fuß weit nach vorne. Jetzt möchtest du einen Widerstand nach vorne wegschieben und die Außenhüfte rechts zieht nach hinten. Wachs über die Scheitelkrone hinaus und dann helf dir mit der rechten Hand und platziere für Vrikshasana, für den Baum, entweder am Oberschenkel oder du kennst es, du kannst natürlich auch am Unterschenkel oder wenn mal an einem Tag die Balance nicht so gut ist, dann die Zehen unten am Boden aufstellen oder dir vielleicht auch einen Block unter den rechten Fuß stellen. Alles ist möglich. Und wenn du deine Position für heute gefunden hast, die Hände vorm Herz oder du lässt die Arme nach oben aufsteigen und den Blick nach oben Richtung Himmel. Dieses Ausbalancieren im Körper wahrnehmen und das ist ganz normal. Von hier finde noch in den Tänzer, du greifst mit der rechten Hand zum rechten Fußrücken und lässt den linken Arm aufsteigen. Sitzbeinhöcker ziehen nach unten und mit einem Ausatmen für die erste Seite lösen, nachspüren. Was hat sich verändert? Wie fühlen sich die Körperseiten gerade an? Und es ist das rechte Bein, das unser Standbein wird, das Wurzeln gut spüren, das Fußgewölbe, das in der Mitte aktiv ist. Linkes Knie ranholen, Hände auf der Rückseite des linken Oberschenkels und den rechten Fuß nach vorne schieben. Rechte große Zehen, linke große Zehenballe nach vorne schieben. Die rechte Zehenballe ist auch gut zu spüren, die schiebt dagegen in den Boden. Außenhüfte links schiebt nach hinten. Und dann helf dir gerne mit der linken Hand, um dein Bein zu platzieren für die Baumposition. Finde deine Variante, die Hände zum Herzen. Sitzbeinhöcker ziehen nach unten und es kann auch ein Drishti, ein Fokuspunkt, sehr hilfreich sein mit den Augen unten am Boden oder an der Wand gegenüber. Arme vielleicht noch nach oben und den Blick zum Himmel. Lass dich ganz ankommen in diesem Moment. Spür den Atem. Für den Tänzer greifst du noch mit der linken Hand den linken Fußrücken und lässt den rechten Arm aufsteigen. Die Knie sind parallel. Ausatmen, lösen. Im vorderen Teil deiner Matte, Füße Hüftgelenk schmal. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben, Blick zu den Händen. Ausatmen, die Arme in einem weiten Bogen über die Seite nach unten. Noch hier nochmal ganz bewusst Atem und Bewegung synchronisieren. Mit der Einatmung, die Arme nach oben, kleine Pause in der Atemfülle. Mit dem Ausatmen, die Arme in einem weiten Bogen nach unten. Kleine Pause in der Atemlehre. Das nächste Mal ausatmest, die Arme über die Seite kommen, tauch wieder nach unten in die Vorbeuge. Halbe Vorbeuge, Rücken lang, Herzraum weit, ausatmen in die Vorbeuge. Einatmen, rechtes Bein, großer Schritt zurück, links zu rechts in deinen nach unten schauenden Hund. Einatmen, rechtes Bein gestreckt anheben, die linke Ferse für mehr Raum.
Dein rechtes Knie gebeugt unterm Körper durch. Mehr Gewicht nach rechts. Zieh, zieh, zieh nach vorne. Großer Schritt rechts nach vorne. Und das linke hintere Knie zum Boden sinken lassen. Leg dir gern was unter. Wir bleiben ein bisschen länger in der Eidechse. Es kann auch sein, dass dir Blöcke helfen. Also hab mal vielleicht Blöcke in der Nähe bereit. Und dann wanderst du bitte mit dem rechten Fuß zum breiten rechten Mattenrand und kannst den Fuß so ganz leicht ausstellen. Das ist jetzt für einen Twist, den wir üben, auch gut fürs Knie. Das linke Knie noch ein bisschen nach hinten, dass du dir Raum in der linken Leiste schaffst. Und dann kommt die rechte Hand an den rechten Oberschenkel, gibst so einen sanften Druck und es hilft dir ausatmen, in den Twist nach rechts zu kommen. Entweder bleibt die linke Hand so wie sie ist oder du kannst mit dem linken Unterarm zum Boden kommen, wenn der Raum, die Beweglichkeit jetzt da ist. Und alles, was heute dich vielleicht eng gemacht hat, sich's eng im Körper anfühlt, lass jetzt mit jedem der Atemzüge mehr Raum entstehen. Der Einatmen für mehr Länge und der Ausatmen für noch mehr Weite. Und es ist vor allem der Herzraum, der nach oben Richtung Decke strebt. Der Kopf, der Nacken in einer ganz angenehmen Position. Und dann komm mit dem Oberkörper zurück. Entweder kommt gleich der rechte Unterarm auch mit zum Boden oder du hast eben Blöcke als Hilfsmittel. Es geht übrigens auch ein Yoga-Bolster, das du dir vielleicht sogar quer hierher legst. Und bei den Blöcken hast du ja auch verschiedene Höhen als mögliche Unterlage. Und wenn das alles nicht so gut möglich ist, geht diese Position natürlich auch mit den Händen am Boden. Also finde so das, was für dich jetzt fein ist, Unterarme auf Blöcken oder am Boden. Und dann halte auch hier noch 3, 4 ruhige tiefe Atemzüge. Und Hüftöffner brauchen immer unser Hineinschmelzen, unsere Hingabe. Die Hände wieder zurück zum Boden, den rechten Fuß wieder mittiger wandern und steig zurück in den nach unten schauenden Hund. Gerne ein paar freie Bewegungen oder die Fersen ein paar Mal im Wechsel anheben, absenken. Und dann kommt auch schon die zweite Seite. Linkes Bein gestreckt anheben, Knie unterm Körper durch, großer Schritt nach vorne und gleich den Fuß zum linken breiten Mattenrand wandern lassen. Rechtes Knie zum Boden, gern was unterlegen und das rechte Knie auch gerne noch ein klein wenig nach hinten versetzen. Linken Fuß, den kannst du so ein bisschen nach außen öffnen. Das hilft, dass das Knie geschützt ist, dass du zweite, dritte Zeh, Knie in einer Linie hast, die linke Hand legst du auf den Oberschenkel ab und die rechte Hand ist erstmal am Boden und du findest in den Twist mit dem Oberkörper nach links. Manchmal so nach 2, 3 Atemzügen, wenn du auch spürst, dass der Einatem dir Länge schenkt, kommt fast automatisch der rechte Unterarm zum Boden. Aber muss nicht sein, du kannst auch die Hand am Boden lassen. Und nochmal spür, wo vielleicht dein Körper sich eng anfühlt. Schenk ihm ganz liebevoll mehr Raum. Mit der Einatmung kannst du noch ein bisschen mehr Länge finden. Und mit dem Ausatmen noch mehr Raum. Und von hier kommst du mit dem Oberkörper zurück und vielleicht können beide Unterarme zum Boden sinken. Vielleicht kommen die Unterarme auch auf Blöcke oder ein quergelegtes Polster vor dir. Lass den Atem fließen. Dann lass
lass dich hier von so einem sanften Ujjayi-Rauschen unterstützen. Diese Ujjayi-Atmung kann sich innerlich wie so ein gehauchtes Ah anhören. Und lass dich wie so mit dem Atem den Kopf ein bisschen freier werden, wie so in einem Frühlingswind frei blasen lassen mit dem Atem. Die Gedanken wegblasen, die du nicht mehr brauchst von heute. Und dann auch hier fürs Lösen der Position wanderst du mit dem linken Fuß wieder mittiger. Steigst links zurück, kommst in den nach unten schauenden Hund. Einatmen nochmal in Richtung Brett und gleich nochmal diese schöne wellenförmige Bewegung. Ausatmen nach unten schauender Hund. Einatmen Richtung Brett, dann die Knie fast zum Boden, wenn du ausatmen in dieser Welle zurückkommst in den nach unten schauenden Hund. Atem und Bewegung synchronisieren. Und vom nach unten schauenden Hund finde bitte in den Vierfüßler und nochmal nach unten in die Bauchlage. In eine Sphinx, Unterarme parallel zum Boden. Und heute möchte ich dir im Prinzip zwei Varianten und die zweite Variante hat dann noch eine kleine Untervariante sozusagen anbieten. Für die erste Variante greifst du mit den Händen zum gegenüberliegenden Ellbogen, also eine ganz milde Variante der Sphinx und lässt einfach den Kopf sanft sinken. Also es ist nicht vielleicht ein komplettes nach unten fallen lassen, sodass der Halsraum ganz eng wird, sondern es ist eher so ein sanftes Sinken lassen in den Schultern. Das ist Variante 1. Oder Variante 2, bleibst du erstmal so in dieser klassischen Sphinx und wenn du dir mehr Dehnung auf der Vorderseite des Körpers wünschst, dann kommst du in diese Variante, ziehst die Hände etwas zu dir ran und da könntest du noch als kleine Untervariante die Knie beugen, wenn es für deinen unteren Rücken sich gut anfühlt. Manchmal merkt man auch, der untere Rücken, der mag das jetzt gar nicht. Vor allem auch in dieser Yin-Variante, wo du ja dann jetzt mehr Spannung im Körper loslässt, kann es für manche im unteren Rücken einfach zu viel sein. Also diese Variante oder mit den Füßen am Boden oder du wählst die Variante, wo die Hände den gegenüberliegenden Ellbogen greifen und sich der Kopf sanft nach unten entspannt. Das ist vielleicht mehr so ein Hineintauchen, nach innen lauschen. Und das andere, die andere Variante ist mehr Dehnung auf der Vorderseite des Körpers. Und da bleiben wir noch für circa 10 bis 12 ruhige, tiefe Atemzüge. Ein entspannter, ruhiger, gleichmäßiger Atem strömt. Und wenn du merkst, dass sich wieder Gedanken beginnen davon zu ziehen, das Gedankenkarussell losgeht. Schön, wenn du es wahrnimmst. Und sei dir erstmal einen Moment bewusst, was kommen da gerade für Gedanken? Und was von diesen Gedanken darfst du einfach abgeben jetzt? Zurückgeben an die Quelle. Es ist nicht mehr hilfreich. Und
Kehr zurück mit der Aufmerksamkeit auf einen ruhigen, gleichmäßigen, sanften Atem. Für die letzten 2, 3 ruhigen, tiefen Atemzüge. Welche Variante auch immer du bist, vielleicht dürfen die Schultern noch ein bisschen mehr sinken, der Herzraum noch weicher werden. Und dann löst die Position in aller Ruhe und roll dich einen Moment bitte in die Rückenlage. Füße, Beine entspannt, die Arme entspannt neben dem Körper. Spür, wie dein Körper, dein Gewebe reagiert. Jetzt auf die gesamte Yoga-Praxis und auf die Position, die wir zuvor geübt haben. Lass deine Knie über außen zum Brustkorb rankommen, Päckchenhaltung. Und hier machst du ein paar ganz entspannte Bewegungen nach rechts, links. Ein bisschen kreisen, wippen, schaukeln. Auch mal die Hände von oben auf die Knie und um dein Kreuzbein herum kreisen. Stell den linken Fuß auf. Kreuz mit dem rechten Knie, das linke Knie, also du überschlägst einfach so die Knie übereinander, versetz den linken Fuß ein bisschen weiter nach rechts und lass einfach die Beine zur linken Seite rüber sinken. So ein ganz schlichter und trotzdem wunderbar wohltuender Twist, beide Schultern sinken zum Boden und den Kopf nochmal ganz entspannt nach rechts drehen. Spür wieder, wie du weich werden darfst im Gesicht, im Kiefer, in den Augen, in den Schultern. Wie der Atem sanft strömt. Und wie du von Atemzug zu Atemzug noch ein bisschen mehr hineinsinken darfst in die Position. Hineinschmelzen darfst. Und dann löse für die erste Seite. Füße aufstellen, Beckenhälften ausgleichen, rechter Fuß bleibt am Boden, linkes Knie kreuzt über dem rechten, den rechten Fuß gerne ein bisschen nach links versetzen und dann die Beine rüber sinken lassen. Jetzt zur rechten Seite. Und während du in der Asana bist, bleib ganz beim Atem. Dieser bewusste Atem hilft uns, dass sich die Gedanken beruhigen. Und bring auch gern etwas mehr Aufmerksamkeit auf den Ausatem. Lass den Ausatem etwas länger werden. Drei, 4 ruhige, tiefe Atemzüge. Oft sind so diese letzten Atemzüge, wenn wir eine Asana länger halten, in der der Körper nochmal die Bereitschaft hat, loszulassen. Vielleicht sind es die Beine, die nochmal sich mehr entspannen dürfen. Vielleicht die Schultern, der
der Kopf, die Gesichtsmuskulatur. Und dann findest du mit einem Atemimpuls wieder zurück in die Mitte, die Füße ausgleichen und wir kommen heute noch einmal in den Vierfüßlerstand für den Babyfrosch. Das heißt, komm in deiner Art und Weise vielleicht über so ein nach oben schwingen in den Vierfüßler. Ich mache diese Position lieber so, dass ich mich auf der breiten Matte platziere. Du kannst sie auch so üben. Ich finde, es ist einfach wichtig, dass sich die Knie angenehm anfühlen, dass die Knie wirklich gut gepolstert sind. Und lieber habe ich meinen Oberkörper vielleicht vorne auf dem Boden. Du könntest dir ein Polster noch zurechtlegen. Du kannst Blöcke in der Nähe haben oder vielleicht auch noch eine zweite Decke. Also es muss nichts unter dem Oberkörper liegen, aber das kann sehr angenehm sein. Und wir starten in einem Vierfüßlerstand, wo du deine Knie weit auseinander bringst und dann dein Becken zurückschiebst und die großen Zehen aneinander legst, als möchtest du eigentlich in ein Balasana, in eine Kindhaltung kommen, die mit super weiten Knien ist. Und ich zeige dir nachher nochmal zwei Varianten. Das ist eigentlich schon Variante 1. Das Becken zieht mehr zu den Fersen. Das ist sozusagen der Babyfrosch. Und du kommst mit dem Oberkörper nach unten Richtung Boden. Und da können jetzt einfach so die Unterarme am Boden liegen und du entspannst da hinein. Das ist schon die Position. Du hast natürlich alle anderen Möglichkeiten, nämlich den Oberkörper auf einem Bolster abzulegen oder dir die Blöcke und da noch ein Kissen drauf zu legen. Und ich zeige dir aber gleich noch die zweite Variante, die intensiver ist. Dazu bringst du die Fußkanten, wahrscheinlich siehst du es ganz gut, zum Boden. Die Fußsohlen zeigen nach hinten, die Innenkanten der Füße am Boden. Und dann stellst du dir vor, als hättest du eine Linie zwischen den Knien und zu dieser Linie hin schiebst du dein Becken. Also es ist nicht da vorne, aber es ist auch nicht mehr da hinten Richtung Fersen, sondern es ist ungefähr auf Kniehöhe, auf Knieverlängerung. Und meistens ist das ein ganzes Stück intensiver und wer es noch ein bisschen mehr Dehnung braucht, holt sich einfach die Knie noch ein bisschen nach außen. Und dann zieht es oft hier ganz gut hier auf der Innenseite der Oberschenkel, im Beckenraum. Und auch in dieser intensiveren Variante kannst du den Oberkörper gerne auf etwas ablegen. Er kann natürlich auch auf dem Boden liegen. Und da möchte ich mit dir gerne so circa 3 bis 4 Minuten bleiben. Also finde wirklich eine Position, wo du spürst, das ist auch wahrscheinlich gut möglich, dass du so bleiben kannst. Also nicht gleich in eine Intensität gehen, die viel zu intensiv ist jetzt für dich heute. Wenn du nichts spüren solltest, dann kannst du einfach nochmal mit der Position des Beckens spielen. Oder eben aus dieser milden Variante, wo das Becken nach hinten gebracht ist und die Zehen eher aneinander liegen, könntest du in diese etwas intensivere Variante gehen, wo sozusagen die Unterschenkel mit den Oberschenkeln auch ungefähr in einem 90-Grad-Winkel sind. Und wie gesagt, natürlich auch je nachdem, wie weit die Knie geöffnet sind, umso intensiver wird es. Und dann lass dich hineinsinken in diese Position. Lass den Atem fließen. Lass den Atem genau dahin fließen, auch wo sich dein Körper bemerkbar macht. Erinnere dich nochmal dran. In unseren Yin-Haltungen
Haben wir mal kurz vielleicht so eine innere Skala im Blick von 0 bis 10. Und 10 ist viel zu intensiv für deinen Körper und 0, da spürst du nichts. Und wir wollen uns vielleicht so ungefähr bei 6 oder maximal 7 einpendeln. Vielleicht auch milder üben. Das, was du heute brauchst. Ruhiger, gleichmäßiger Atem fließt und immer wenn du merkst, dass die Gedanken dich davontragen, dann ist es der Atem, die Aufmerksamkeit auf den Atem, dich wieder in diesen Moment zurückbringt. Es kann gut sein, dass du im Beckenraum, im inneren Oberschenkelbereich, sich der Körper, das Gewebe bemerkbar macht. Und wir wollen nie, dass ein Schmerz entsteht im Körper. Aber es kann manchmal so ein süßes Wohlweh sein, wo wir genau spüren, dass der Körper sich über diesen neuen Raum freut. Dann lass dich dahin atmen. Lass dich da hinein entspannen. Es ist noch so ungefähr eine halbe Minute. Erlaub dem Körper noch all die unnötige Spannung, die gerade da ist, loszulassen, noch ein bisschen weicher zu werden. Dir ganz viel Zeit, um aus der Position herauszukommen. Manchmal sinken wir tiefer hinein in diesen Hüftöffner, als wir es zunächst bemerken. Also wander erstmal mit den Händen wieder unter die Schulter und heb den Oberkörper sanft an. Wandre mit den Knien wieder ein bisschen näher zusammen, sodass du wieder so nach und nach Stückchen für Stückchen im Vierfüßlerstand ankommst. Streck mal im Vierfüßler dein rechtes Bein. Bring das rechte Knie zurück und streck dein linkes Bein. Was intuitiv dein Körper braucht, komm in die Bauch- oder Rückenlage. Und von da gibt es sowieso nur noch eine letzte Position vor Shavasana. Also finde auch schon, oder leg dir schon alles, das wollte ich eigentlich sagen, bereit, was du dann nachher auch für Shavasana brauchst. In der Bauch- oder Rückenlage lass dich nochmal nachspüren.
du die Bauchlage gewählt hast, dann roll dich ganz sanft mit ganz wenigen Bewegungen in deine Rückenlage. Wenn du in der Rückenlage bist, die Beine ausgleiten lassen, Füße, Beine entspannt und leg mal beide Hände rechts und links an die Leisten. Und vielleicht kannst du dort etwas mehr Raum spüren. Vielleicht ist es warm geworden dort. Für Viparita Karani die Knie über außen zum Brustkorb ran. Alles, was es an angenehmen Bewegungen dort gibt in der Päckchenhaltung, macht es. Vielleicht so ein Kreisen, ein Schaukeln, ein Wippen. Und vielleicht, wenn du den Luxus eines Yoga-Bolsters hast, dann kannst du dir jetzt dein Yoga-Bolster heute nehmen. Das ist ja immer die super entspannte Variante für Viparita Karani. Du kannst natürlich auch einen oder zwei Blöcke nehmen oder eine kompakt gefaltete Decke. Und dann wanderst du mit den Füßen ein bisschen näher, also mit den Fersen näher zum Becken ran, rollst dich Wirbel für Wirbel nach oben in die Schulterbrücke, hebst die Fersen an und legst dir deine Unterlage unters Becken. Knie dann übers Becken ziehen, die Beine nach oben bringen und noch für einige ruhige, tiefe Atemzüge unsere letzte Umkehrhaltung genießen. Ich finde, das ist auch eine wunderbare Position, auch wenn du mal keine Lust, keine Zeit hast für Yoga, aber zum Beispiel sehr erschöpft bist nach einem Tag und dir dann zwei Decken zum Beispiel oder wenn du eben den Luxus eines Yoga-Bolsters hast und das Becken legst und vielleicht sogar an der Wand übst, sodass die Beine einfach gegen die Wand lehnst und dir Zeit lässt. Diese Übung kannst du auch 10 Minuten lang machen. Und dabei einfach den Atem ruhig fließen lassen. Die Aufmerksamkeit mehr auf deinen Ausatem lenken. Und gefühlt die unnötige Spannung im Körper wie so nach unten herausrieseln lassen. Alles darf nochmal weich werden, die Gesichtsmuskeln weich entspannt, der Kiefer, der Mundraum weit, die Augen dürfen in die Augenhöhlen sinken. Und durch dieses Getragensein von der Erde, schwebt die Beine ganz von selbst nach oben. Bleib noch 3, 4 ruhige, tiefe Atemzüge. Zum Auflösen stellst du die Füße wieder am Boden auf. Wenn du Blöcke genutzt hast, kannst du dir die genauso unter die Knie legen wie so ein Yoga-Bolster oder du schiebst dir vielleicht eine gerollte Decke unter die Knie. Schau mal, dass du dir super angenehm machen kannst. Super entspannt heute.
Und achte heute auch mal drauf, dass du, wenn du dann in deine Rückenlage kommst, erstmal die Wirbelsäule mittig platziert ist, der Kopf in der natürlichen Verlängerung der Wirbelsäule. Und dann finde die Weite im Körper, die dir angenehm ist. Lass dich von nichts einengen. Die Arme liegen so weit neben dem Körper, wie es für deine Schultern gut ist. Die Füße, die Beine dürfen so weit auseinanderfallen, wie es für dich jetzt angenehm ist. Wenn du dir eine Decke nimmst zum Zudecken, dann darf die auch so weit sein, dass nichts im Körper Enge verspürt. Und dann führe ein paar Atemzüge durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund aushauchen. Alle restliche unnötige Spannung darf gehen und du findest bewusst nochmal all die Weite, die du brauchst in dir. Lass dich von Atemzug zu Atemzug noch ein Stück tiefer sinken. Lass mit deinen Ausatemzügen nochmal bewusst alles gehen von diesem Tag, was du nicht mit in den Abend und nicht mit in die Nacht hineinnehmen möchtest. Mit dieser Milde, mit dieser Freundlichkeit für dich selbst. Und dann lass schließlich auch noch den Atem gehen. Tauch ganz ein in den Raum deiner inneren Stille und deines inneren Friedens. Und vielleicht brauchst du noch Zeit. Und bleib noch in deinem Shavasana. Gönn dir all die Zeit, die du brauchst. Und lass einfach meine Worte an dir vorbeiziehen. Wenn du wieder langsam ankommen möchtest, vertief den Atem wieder. Lass kleine Bewegungen zurückkehren in deinen Körper. Dehn, räkel und streck dich und weck dich so weit auf, wie es noch notwendig ist für heute. Roll über die Seite nach oben zum Sitzen und finde einen angenehmen, aufrechten Sitz. Und hier schließ noch mal einen Moment die Augen, mit den Handflächen zueinander vom Herzen, Daumen berührt die Herzgegend, dein Kinn ganz sanft Richtung Brustbein und es ist wie ein Hineinlehnen in deine Körperrückseite, ein Anlehnen. Auch der Hinterkopf darf sich wie so anlehnen, sodass du dieses Gefühl, ganz getragen zu sein, mit hineinnimmst heute in deinen Abend.
in deinen Alltag. Und fühl dich dabei ganz furchtlos, ganz kraftvoll und frei. Löse die Hände, heb den Kopf an und lass uns mit einem Om gemeinsam die Yoga-Praxis abschließen. Es ist immer wie ein Versiegeln von all dem Wertvollen, was du jetzt für dich geschaffen hast. Oh. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Es war eine große Freude, mit euch Yoga zu praktizieren. Und dann habt einen wunderschönen Abend. Haltet euch gesund und munter. Und bis ganz bald.